Sehr geehrte Frau Generalkonsulin Karaslan, sehr geehrter Herr Vorsitzender des Landesintegrationsrates Keltec, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Familie Gensch dort oben auf der Gästetribüne. Es gibt in der Geschichte unseres Landes Tage, die Wunden gerissen haben. Wunden, die für immer bleiben. Der 29. Mai 1993, es war der Pfingstsamstag, ist solch ein Tag. Rechtsextreme haben an diesem Tag in Solingen einen feigen, rassistisch motivierten Brandanschlag, ein Verbrechen auf das Haus der Familie Gensch verübt. Zwei junge Frauen und drei Mädchen waren die Opfer. Ich nenne ihre Namen. Gürsün Ince, 27 Jahre. Hatice Gensch, 18 Jahre. Gülistan Öztürk, 12 Jahre. Hülya Gensch, 9 Jahre. Saime Gensch, 4 Jahre. 17 Familienmitglieder wurden teilweise schwer verletzt. Lieber Herr Gensch, es ist im Landtag Nordrhein-Westfalen das erste Gedenken an Ihre Kinder und Enkel ohne Ihre Frau. Im Oktober ist sie verstorben. Mir und uns ist es ein Bedürfnis, in dieser Stunde auch an Sie zu erinnern, an Ihr großes Herz und an Ihre Aussöhnungsbereitschaft. Mevlüde Gensch fehlt uns. Verehrte Familie Gensch, für uns Abgeordnete ist Ihre Anwesenheit heute eine besondere Verpflichtung. Es war auch wichtig, dass wir heute Morgen bereits die Möglichkeit genutzt haben, uns auszutauschen, zu sprechen und auch zu schweigen. Wir alle wissen, dass keine noch so gut gemeinte Geste, kein Gespräch und nichts Ihnen den Schmerz nehmen, den Verlust wieder rückgängig machen kann. Aber wir können und wir werden erinnern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, was damals in Solingen geschah, was in Hoyerswerda, in Rostock-Lichtenhagen, in Mölln passierte, das bleibt uns Demokratinnen und Demokraten Mahnung. Bekämpfen wir Rassismus, Extremismus, Antisemitismus, Menschenfeindlichkeit in all ihren hässlichen Formen. Setzen wir all jenen deutliche Grenzen, die auch heute wieder oder immer noch versuchen, die Saat von Hass und Hetze in der Welt auszubringen. Machen wir uns stark, wo immer wir können, für Vielfalt und Toleranz im Zusammenleben, für Verständigung und ein gutes, ein würdevolles Miteinander. Und dafür steht auch der Antrag, den unser Parlament gleich beraten wird. Und ich appelliere auch an dieser Stelle an alle Menschen in unserem Land, wehren Sie dem Extremen, zeigen Sie demokratisches Rückgrat. Liebe Familie Gensch, aber insbesondere lieber Herr Gensch, wenn wir jetzt Ihrer ermordeten Angehörigen gedenken, dann schließen wir auch Ihre verstorbene Frau in unser Gedenken mit ein. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte erheben Sie sich soweit möglich von Ihren Plätzen.